Hast du... Ach, fängt ihr auf? Okay. Hast du Girlie-Hall schon hochgeladen? Das mache ich jetzt, ich vergesse es immer. Ich muss kurz durch. Alter, was passiert? Was lässt du denn die Ziesenstimme hier überall rum? Ich rauche nicht. Keine Zigaretten. Das ist objektiv wahr, ich rauche keine Zigaretten. Du weißt, dass wir nicht schneiden. No. mit ihm hier, mit ihm. Dem Hannes. So bin ich. Wo Björn, ich, Konstantin? Was? Vier Stimmen? Und jeder hat wo Björn, ich angeklickt? Nutzen wir für etwas. Egal, passt auf. Natürlich. Können ja nicht, das, wir haben da stundenlang investiert, ne? So, das. Eigentlich hätten wir jede Schachrunde aufnehmen müssen, das alles in eine Compilation packen. Das hätte schon was. Eigentlich schon, ja. Erstes Video so. Machen wir nicht. Wer hast du die genannt? Hast du den 23. November 23 genannt? Ich hab sie nicht bearbeitet. Ja, aber du hast ihm einen Titel gegeben. Nein. Das Handy macht das von alleine. Wollen wir das unbenannt und unbenannt nennen? Ich bin für Girlie Hall. Die Hälfte unseres Q&A ist einfach wie wir ein Video hochladen. Ich hoffe, man kann es bearbeiten. Ich habe das noch nie so probiert. Ich meine, Titel kann man bearbeiten. Vielleicht nach dem Upload, weil jetzt kann ich nur sagen, Upload löschen. Egal. Grüß euch, Leute. Herzlich willkommen. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Willkommen beim nächsten Q&A. Hallo. Beim nächsten. Heute mit Konstantin. Ah, so schön, dass er auch wieder dabei ist. Und Bibi und Tina mit Madeus und Sabrina. Warum kennst du das? Die reiten geschwind. Okay, Jungs. Heute machen wir ein Q&A. Ach nee, wir haben da oben ja eine Kamera. Heute machen wir ein Q&A. Da ist die Kamera. Factorio läuft noch wegen meiner sehr erfolgreichen Videoserie. Ihr seht hier. Okay, Q&A. Link ist in der Beschreibung für die Playlist. Gerne mal abonnieren, das ist der erste Link. Und nicht vergessen zu liken und zu subscriben. Ja, warum redest du jetzt so? Du redest so ein bisschen. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Was für? Ach so, ich glaube, da müssen wir was anpassen. Oh ja. Rider. Dass wir nie gleichzeitig rauf können, ne? Weil du nicht kuscheln magst. Nee. Hallo meine Lieben. So. Hallo meine Dagi. Konstantin, wichtige Frage. Who's getting better head? The best head. Also aus der Auswahl hier definitiv Konstantin. Kann ich bezeugen? Hallo meine Lieben. Hallo Anna. Wir haben sogar 3 Kommentare. Marc, wo es Marc? Hä? Keine Ahnung. Ja, Marc steht auch auf der Liste, aber der hat keine Votes bekommen. Frage von Luki Gamer GmbH und Co. KG. Wer ist, wo Björn, ich? Oder Konstantin? Oh. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Konstantin, also 4 Stimmen. Da hätte Konstantin gewinnen müssen. Da. Können wir selber abstimmen? Ich habe 15 E-Mail-Adressen. Deswegen kriege ich immer so viele Aufrufe. Nächste Frage von Luki Gamer. Moin Konstantin, hier. Da ich bald bei Lukas bin, werden wir ein paar Special Videos aufnehmen. Unter anderem ein Q&A. Das steht für... Bitte schreibt in die Kommentare ein paar Fragen, welche wir behandeln sollen. MFG. Mit freundlichen Grüßen. Motherfucker. Konstantin. 26 Antworten. Kann ich.
Kann ich PIN haben? Wer ist dieser Konstantin? Ich, ja? Also zum PIN, ja, du kannst gerne gepinnt werden, Schätzchen. Der ist schon gepinnt. Nächste Frage von Luki Gamer. Was ist das Zitat des Tages? Das Zitat des Tages ist definitiv... Bauernzug. Lieber ein guter Bauernzug als 50 schlechte Damenzüge. Nächste Frage. Who's getting the best head? Das haben wir schon etabliert. Das war ja Marc. Haben wir schon geklärt. Marc bekommt den besten Kopf. Nächste Frage von Luki Gamer. Trauriger Smiley. Ich weiß jetzt nicht, warum der Smiley traurig sein muss. Nächste Frage von Luki Gamer. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr die 50k geknackt habt? Also da habe ich mich schon... Das war heftig. Ja, seitdem bekommt Konstantin noch die besten Köpfe. Warum guckst du dahin? Das ist unprofessionell. Du musst da hingucken. Verzeihung, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Warte, wir müssen die Kamera ein bisschen ändern. Du meinst hier hin? Das ist legit besser als das. Findest du? Irgendwie schon. Das sind immer beide drauf. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Heute mit Glatzkopf. Hallo, ich bin Glatzkopf. So, nächste Frage. Sieht man die Frage überhaupt? Ja. Ja. Was weißt du, warum das so doof aussieht? Nächste Folge vom Luki Gamer. Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr die 50k geknackt haben? Wie heißt es so schön? Lieber 50 schlechte Bauernzüge als einen Darmzug? Als einen guten Darmzug, genau. Okay, nächste Frage von Luki Gamer. Was ist euer Geheimtrick, um so heiß, schön und geil zu sein? Also hallo, das, meine Lieben! Also das ist diese Bodycream, die ist ganz schnell Dougie Shop. Diese Body Cream, die kann man überall kaufen, überall wo man Lebensmittel bekommt. Ganz wichtig, 1 Kilogramm Packung. Für 9,98, das ist ein Schnapper. Also da muss man wirklich bei riesigen Packungsbeilage. Nein. Und lesen Sie Ihren Arzt und Apotheke. Und oder. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hallo Anna. Na, wie geht's dir, Schatz? Wir gucken uns das Video eh zusammen an. Ja, ich mach mit. Was wird das... Ach, das war eine echte Frage. Was wird das Projekt nach Hardcore Superflat sein? Keine Ahnung. Nächste Frage von Lucky Gamer GmbH. Wer ist eure Inspiration? Also da ist die Dagi. Da ist der Lion. Da ist der Leon. Also der... Welcher Leon? Mascher. Also wir machen noch so viele Pranks. Ich dachte, nee, sie... Ja, aber die süßen Lehren aus der Klassik, also Bibis Beauty Palace ist auf jeden Fall da. Also auf jeden Fall die mutigen Girls aus Red Velvet. Und die ganzen Transgender-Neoliberalen. Die Trans-Community ist mir oh, so... Oh, Herzchen. Nein, Anna hat mir mal gesagt, irgendwie K-Pop, da machen die das irgendwie so. Hallo meine Lieben! Hallo meine Lieben! Also nächste... Double Peace! Hallo meine Lieben! Das nächste Projekt nach Superflat Hardcore Superflat wird sein... Superflat Hardcore? One Block Survival. Bitte Herzen. Hallo meine Lieben. Hallo Anna. Heute nächste Frage. Wer ist eure Inspiration? Also da Dagi, die Trans-Community, die ganz wichtig. Die Homos, die Kanaken. Die Bibel, die Schwulen. Der Koran. Ich wollte die Bi sagen. Die Bi-Community, ihr wisst schon, diese ganzen schönen Flaggen die da oben. Die Bienen-Community, also die Dacken-Community. Dacken? Egal. Nächste Frage. Please Tipps für neue Sterne. Also man muss definitiv down to earth bleiben. Mhm. Also man muss, darf nicht ab, wenn wir zum Glück nicht. Ja, man muss aber auch mit einer Knarre in dem Laden ein paar Mal schießen, dann hat man schon 2 Sterne. Man das muss ist ja unbedingt diese Hautcreme kaufen, jetzt im Dunkel. Unbedingt diese Hautcreme. Was ist mit dieser Hautcreme? Ich zeig euch mal. Das machen wir am Ende, liebe Dagis. Nächste Frage. Wie geht ihr mit Hate-Kommentaren um? Gut, also, dass wir so beliebt sind, dass wir keine Hate-Kommentare also bekommen. Also normalerweise, da löschen wir die einfach.
Genau so wie jetzt gezeigt. Nächste Frage vom Luki Gamer. Tipps fürs Fame nicht über den Kopf steigen lassen? Nein. Einfach die Kommentare lesen und so weitermachen. Warte, das war eine gute Kritik. Sich jeden Tag einen Drop runterhobeln. Immer diese Hautcreme kaufen, dann geht mir nichts im Kopf. Jeden Tag sich einen runterhobeln, damit man den Stress abbauen kann. Wie jeder weiß, lieber 50 mal schlecht wichsen als ein Damenzug. Als ein Zug mit einer Dame. Nächste Frage von der Dagi. Warum hast du Stefan gehabt? Ich 3 Wochen kein Essen gehabt und durfte nicht. Konstantin, Lügenpresse. Ja, also wenn du 3 Essen nicht, das ist auf jeden Fall Teil der Dagi-Diät. Ja, also man will ja schön aussehen. Deswegen hat er auch noch so viele Haare. Also für... Das sind eigentlich seine Haare durch die Dagi-Diät. Das sieht nur aus wie eine Mütze, weil die so gut sind. Seit der Dagi-Diät habe ich auch Bart. Nicht so wie der da. Also wenn ihr der Dagi-Diät folgt, wenn ihr Hautcreme esst und M&M's trinkt, dann werdet ihr einen großen Arsch, kleine Titten, dünne Taille, ganz wichtig, dünne Taille. Genau, kriegen. Und ganz viel Plastik im Körper. Wie lautet das dritte Gebot von Stefan? Kennst du Hallo, das? Meine Lieben. Hallo, meine Nächste Lieben. Nächste Frage von Was bin ich? Hallo, Luki Gamer. Hallo, Nächste Luki Frage. Gamer. Hallo, Freunde. Hallo, meine Hallo, Lieben. Meine Lieben. Wer ist dieser Lukas Kerl? Also, ich habe den mal am Bahnhof kennengelernt. Ich war so ein Obdachloser. Ich saß da rum mit ein paar Tauben und hab gekuschelt. Er hat sich so ein bisschen geimpft. Geimpft hat er sich. Geimpft hat er sich. Also, nächste Frage, wer bin ich? Das ist ganz dir überlassen. Oh, Herzchen. Herzchen. Batman. Wer bin ich? K-Pop-Herz. Gut, dass wir nicht schneiden. Hallo, meine Lieben. Ich schreib mein Dagi. Das ist besser, ja? Doggy. Ich wollte Doggy schreiben. Wann macht Cool Dog wieder auf? Wir haben ganz vergessen zu googeln. Und hat Cool Dog auch an Sonn- und Feiertagen offen? Also erstmal, hallo meine hallo Lieben. Hallo meine Coolies. Also heute müssen wir sagen, was ist Cool Dog? Das, wir haben irgendwann mal Cool Dog gegoogelt, oder nicht? Fuck, wir machen jetzt immer Faktorium. Also Leute. Also meine Lieben. Unterhalt die mal. Mach mal was. Hey, fick dich doch. Ich weiß, wie ich sie unterhalten kann. Anna, rette mich. Ihr seht das wahrscheinlich nicht, aber ich schmeiß ihn gleich vom Stuhl runter, wenn es so weitergeht. Das ist Cool Dog. Hallo meine... die sagt definitiv Hallo meine... Was ist das für ein Dog? Der Hund braucht sein Hundeleben. Er will zwar keine Flöhe haben, aber die Möglichkeit, sich zu bekommen. Okay. Das sagt noch immer nichts über die Öffnungszeiten von Cool Dog aus. Hallo, meine Lieben! Hallo, meine Lieben! Ja, hallo! Was ist denn? Auf Wunsch? Also, Cool Dog hat nie geschlossen. Das ist Teil der Community. Der Community. Kann man Welpen kaufen? Man kann sie essen. Man nennt sie dann auch Hot Dogs, nicht mehr Cool Dog. True. Was machst du da die ganze Zeit? Ich suche. Wonach? Nach Cool Dog. Ah, da seht ihr es. Cool Dog hat schließt. Cool Dog hat demnächst schließt. So, jetzt aber. Man sieht es, Cool Dog hat diesen Dienstag von 9 Hallo bis meine Lieben. Hallo meine Lieben. Heute in Schwanstein. Man kann das doch nicht. Heute in Schwan. So. Nächste Frage vom Luki Gamer bestimmt. Nee, warum assumst du sein Gender? Oder ihr Gender? Heute vom Dagi Gender. Wo sind wir? Wie viele F? Warum F? Hallo meine Lieben! Hallo meine Duggies! Heute... Irgendwie will der Kommentar nicht. Irgendwie nicht. Du musst noch mal runterscrollen. Also hallo meine Lieben, heute mit der ersten Frage vom Luki Gamer. Was ist das Zitat des... Okay. Und zwar ist das Hallo meine Lieben! Das Zitat des Tages ist definitiv Love an die Community. Love an die Gay, Trans, Cis und Non-Binary der Community. Der nichts ist, die Missgeburten können wir zurück in die Hölle. Ja. Wie viele Fs? 3. 3 Fs, oh. Oh.
So viele wie es Gender gibt. Eine wer Runde ist, mit. Wer ist. Gibt es nicht 20? Hallo meine Lieben! Hallo meine Lieben, wer ist dieser Konstantin Kerl? Ich glaube, das kannst du erklären. Dieser Konstantin Kerl ist dieser Typ hier. Ich habe ihn beim Bahnhof getroffen, beim ich Kölner. Ich war obdachlos. Beim Kölner Bahnhof. Aber dann habe ich die Dagi-Diät angefangen und die Dagi-Creme gegessen. Und M&M's getrunken. Jetzt bin ich reich. Bist geil. Hast eine Freundin. Hab einen fetten Schwanz. Alles dank der Dagi-Diät. Danke dir, Dagi. Danke, Dagi. Wer bin ich? Wer auch immer du sein magst. Ich glaube, wir haben was geskippt. Nächster Kommentar. Wer ist dieser Konstantin Kerl? Ich glaube, das kannst du erklären. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen? Ringsherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Hallo meine Lieben, eine Insel mit zwei Dagis und dem eine Dagi mit zwei Titten und dem tiefen und dem tiefen weiten. Egal, nächste Frage von wer ist dieser Konstantin? Das kannst du glaube ich beantworten, meine Liebe. Hallo meine Lieben. Hallo. Hallo meine Lieben. Da muss noch ein Herzchen. Ein Herzchen an alle. Der Junge kann mit Computern umgehen. Das ist aber nicht rot. Jetzt ist rot, nicht? Ach so, mein Herz, ja. Okay, meine Lieben, das war's dann mit der Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Herzchen! Weil ist das nicht Illuminati? Tschüss, meine Lieben! Tschüss, meine Lieben! Ah, nee, warte, meine Lieben, wir wollten ja noch die. Wir haben ja noch gar nicht die essbare Creme vorgezeigt. Wir haben hier auch gutes Material zum Schnupfen. Das macht die Nase ganz frei. Also. Das heißt nämlich auch. M&M's! Also, heute zeigen wir euch, wie man M&M's isst. Schritt 1. Das war's, meine Lieben! Hallo, meine Lieben, das ist mein YouTube.